weshalb du niemals El Gran Maha in Minecraft vertrauen solltest, denn dieses Horrorwassermonster wird dich aufessen. Ich habe El Gran Maha in verschiedenen Situationen erlebt und kann dir sagen, renn, solange du kannst. Aber lass nochmal schnell einen Daumen nach oben da und abonnier den Kanal, denn das wird sich lohnen. Und ich stehe hier nämlich schon vor der besagten Kiste, wo sich El Gran Maha befindet. Und wir werden uns natürlich El Gran Maha anschauen, denn das wird sehr interessant. Wir haben noch viele weitere Seemonster am Start, die ihr auch nicht verpassen wollt. Aber Freunde, bevor ich euch El Gran Maha zeige, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos, dann verpasst ihr sie auch nicht. Und wir sehen auch, wir haben viele weitere Strukturen bekommen. Und diese Strukturen sind hier nicht umsonst, sondern haben auch eine Bedeutung. Denn das Coole ist, es gibt sogar eine El Gran Maha Rüstung. Und die habe ich jetzt hier gerade angezogen. Denn mit dieser Rüstung bekommen wir tatsächlich Wasseratmung. Und wir können unendlich lange unter Wasser atmen. Denn dieser Effekt kommt immer wieder neu dazu. Richtig nice. Und es gibt noch viele weitere Sachen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Und ja, mit dieser coolen Rüstung können wir auf jeden Fall anfangen. Denn wir sehen, ich nehme jetzt erstmal die allererste Reihe heraus. Und wir nehmen nochmal ein El Gran Maha Ei heraus. Und das werde ich euch gleich zeigen. Denn wir sehen, wir haben auch so richtig krasse Mobs am Start. Zum Beispiel hier dieses Kumunga-Ei. Schaut euch das mal an. Was sind denn das hier für Monster? Die sehen auf jeden Fall auch ultra gruselig aus. Und so wie ich es gehört habe, sollen die Attacken wohl auch ziemlich heftig sein. Ich spawn dafür einfach mal jetzt hier so ein Schweinchen. Und ich hoffe, dass das Ganze so funktioniert, dass die sich angreifen. Ich weiß es gar nicht genau. Aber scheint hier irgendwie nichts zu passieren. Okay, gut. Auf jeden Fall sehen wir hier dann noch den Titanoboa. Genau, Titanoboa. Oh mein Gott, wir sehen, das hier ist der Titanoboa Prime. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt in den Survival-Modus wechsle, dass ich auch angegriffen werde. Ich glaube, nur die anderen Mobs werden nicht angegriffen. Wir können ja einfach mal ganz kurz nachschauen. Oh mein Gott. Alter, wie viel Schaden machen die und wie schnell sind die vor allem? Hab ich es gerade gesehen von beiden Mobs. Oh mein Gott. Wie werde ich denn hier belagert? Alter Schwede. Auf einmal hat die Spinne auch Augen bekommen. Und die sieht auch echt gruselig aus. Und wirft nochmal solche Fische auf mich, die mich einfach mal verfolgen können. Auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Okay, ich gehe mal ein paar Meter weiter, damit wir auch in Ruhe die anderen Mobs anschauen können. Denn wir haben hier noch ein Seaweed-Monster. Alter, was ist denn das für ein Monster? Oh mein Gott. Okay, ich esse auch mal jetzt hier einen Goldapfel und greife mal jetzt dieses Monster an. Und wir sehen, okay, da haben wir jetzt keine ultra krasse Attacke oder so am Start. Aber wir werden auf jeden Fall angegriffen. Ach Leute, wisst ihr was? Ich will euch nicht auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir spawnen einfach mal El Gran Maha. Oder Maha, besser gesagt. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Aber hier sehen wir El Gran Maha, Leute. Oh mein Gott. El Gran Maha. Aber es gibt noch eine zweite Version von El Gran Maha. Und zwar El Gran Maha Prime. Und die zeige ich euch allerdings erst gleich. Und wir sehen, das ist einfach mal El Gran Maha. Wir sehen hier die scharfen Zähne. Wir sehen hier die Zunge. Und natürlich ist El Gran Maha unterwegs unter Wasser. Denn El Gran Maha ist ein super gruseliges Seemonster. Und ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ich in den Survival-Modus wechsle. Ich glaube aber, am Land macht er gar nicht so viel. Ich glaube, damit die Magie so richtig anfängt, müssen wir einmal ganz kurz die Monster töten. Und ich spawn jetzt mal El Gran Maha unter Wasser. So, wir spawnen das Ganze mal. Zack. Und jetzt wird auf jeden Fall sehr interessant, denn wir sehen, unter Wasser bewegt sich natürlich El Gran Maha auch deutlich schneller als am Land. Denn wie gesagt, es ist ein Wassermonster. Und am Land kann es sich anscheinend auch gar nicht bewegen. Und ich gehe jetzt mal hier in den Survival-Modus, denn wir müssten eigentlich angegriffen werden von El Gran Maha. Und wir sehen, okay, El Gran Maha tut mir anscheinend noch nichts. Kann auch sein, dass die andere Version, die zweite Version, mich erst angreift. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn das Interessante ist, ich habe euch ja gerade schon erzählt, dass es auch solche Strukturen gibt, die hier neu gespawnt wurden. Und in diesen Strukturen können wir ebenfalls El Gran Maha finden und auch andere Mobs. Wir sehen hier zum Beispiel, das ist die Struktur. Ich habe die jetzt hier mal aufgemacht. Denn wir sehen, in dieser Struktur haben wir einfach mal ganz viel Wasser. Und wir haben hier diesen einen Block am Start mit einer Kiste drunter. Und hier muss man theoretisch einbrechen und kann dann El Gran Maha spawnen. Ich glaube aber, das ist hier die falsche, wenn mich nicht alles täuscht. Wir bauen das einfach mal ab, würde ich sagen. Und gucken mal, was hier passiert. Okay, nee, es war nicht der, also es ist, ich
habe das abgebaut und wir haben gesehen, zack, sofort spawnt hier dieser Bloop in der Prime. Also Bloop Prime. Aber Alter, die sind viel zu groß, Leute. Ich muss die nochmal killen. Das kann so nicht bleiben. Das kann so nicht bleiben, denn das, wo El Gran Maha spawnt, ist tatsächlich das hier. Da steht komischerweise Bank davor, warum auch immer. Und wir sehen, hier ist tatsächlich auch so ein Eingang. Wir können da ganz einfach durchgehen. Und hier haben wir nämlich diesen anderen Block. Sieht eigentlich aus wie ein Wollblock, ist allerdings kein Wollblock. Denn wenn ich diesen Block jetzt abbaue, seht ihr, zack, El Gran Maha Prime spawnt hier schon. Und da haben wir schon ihn in der Prime-Version. Ich gehe aber nochmal raus, denn das möchte ich euch erst am Ende des Videos zeigen, was er genau macht, welche Attacken er hat und so weiter. Und deswegen bleibt noch bis zum Ende dran, dann seht ihr auch, welche Attacken El Gran Maha hat. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch nochmal kurz die anderen coolen Mobs, denn wir haben hier nochmal so ein Aspidokelone-Mob. Das sieht aus wie eine Stadt auf dem Rücken von einer Schildkröte. Und wenn ich jetzt hier in den Survival-Modus wechsle, sehen wir auch, ich glaube, ich werde tatsächlich gar nicht angegriffen. Also scheint ein friedliches Monster zu sein. Dann haben wir noch einmal Ebira-Spawn-Eye. Oh mein Gott. Es sieht aus wie ein Krebs, könnte man so sagen. Oder Skorpion besser gesagt. Und wir haben auch gerade schon gehört, dass wir Meteoritenalarm haben. Denn anscheinend soll es durch diese Monster auch öfters mal zum Meteoritenalarm kommen. Und es müssten dann Meteoriten vom Himmel stürzen, die uns angreifen. Allerdings sehe ich gerade davon noch nichts. Aber okay. Ah doch, jetzt hier. Wo waren die? Okay, ich muss, glaube ich, einmal dafür hochfliegen, um euch das Ganze hier zu demonstrieren. Weil irgendwie, ich habe gesehen, eigentlich sind das so Bälle gewesen, die runterfallen. Leider sind die irgendwie despawned, ganz merkwürdig. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Wir gehen nämlich weiter zu Blob, denn Blob soll auch ein sehr krasses Monster sein. Nochmal ein bisschen schwächer als El Gran Maha. Aber das hier ist Bloop oder Blob. Bloop, glaube ich, sollte er heißen. Und schaut euch mal an, wie krank Bloop einfach mal aussieht. Richtig krass groß. Man kann da einfach reingehen. Das ist der Wahnsinn, wirklich, wie gigantisch groß der ist. Und wenn ich jetzt mal in den Survival-Modus gehe, müsste er mich eigentlich auch angreifen. Aber es kann auch sein, dass hier ebenfalls gilt, dass er mich nicht an Land attackieren kann. Ah, okay, ich hätte noch den Schwierigkeitsgrad auf einfach, deswegen... ich werde jetzt auch hier von diesem Skorpion angegriffen. Wir haben es gerade ganz kurz hier gesehen. Okay, der ist ein bisschen verwirrt, aber er greift jetzt auch definitiv an. Auch wenn das nicht wirklich spektakulär aussieht. Ich habe ihn jetzt hier nochmal unter Wasser gespawnt. Hier sehen wir es, zack, unter Wasser. Ja, da fällt er sich schon ganz anders. Und wir sehen auch hier, greift er mich natürlich jetzt sofort an. Aber wie stark El Gran Maha sein wird, erfahrt ihr auf jeden Fall am Ende des Videos. So, deswegen gehe ich mal wieder an Land und wir haben das jetzt gesehen, wie Bloop attackiert. Wir gehen auch mal zum Piranha rüber. Diese kleinen Piranhas wurden ja gerade schon auf uns geschossen und können einfach mal fliegen. Wir sehen es hier, zack. Sind aber auch nicht sonderlich stark, also gegen die braucht man eigentlich gar keine Angst zu haben. Dann haben wir noch diesen Sandwurm am Start und der Sandwurm dreht sich einfach mal wie eine Ballerina. Alter Schwede. Und da haben wir jetzt so ein Skelett hinterlassen bekommen. Ich glaube, das war von Bloop. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Also, wir werden jetzt hier gerade nebenbei von diesem Sandwurm einfach mal verfolgt. Und ich muss sagen, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Aber der Sandwurm kann mich auch mal bitte hier in Ruhe lassen. Ich töte ihn mal ganz kurz. So. Dann haben wir auf jeden Fall hier unsere Ruhe. Und wir machen noch weiter mit der nächsten Reihe, denn wir haben ja noch einige Mobs am Start. Und ich würde sagen, zack, da haben wir sie. Surtur Prime, ich bin sehr gespannt. Das hier ist Surtur Prime. Oh mein Gott, der sieht aus wie so ein Lava-Gigant mit einem heftigen Schwert in der Hand. Und ich kann mir vorstellen, dass der auf jeden Fall ganz gut Schaden macht. Alter, schaut euch das mal an. Der greift mich mit solchen Feuerpartikeln an, oder was? Oder? Ach, lol, wenn ich ihn angreife... Oh mein Gott, der zieht mir einfach voll viel Leben ab. Der zieht mir richtig viel Leben ab. Schaut euch das mal an. Wenn ich ihn angreife... Alter, es fängt doch alles richtig an zu laggen hier. Und wie bin ich hier... Wie bin ich hier drunter gekommen? Also, der scheint auf jeden Fall richtig auf Krawall aus zu sein. So viel Feuer wie der spuckt. Sehr, sehr heftig. Und er hat auch ein spezielles Schwert in der Hand. Und dieses Schwert kann ich euch auch mal ganz kurz demonstrieren. Denn wir sehen jetzt hier... Wenn ich mal in den Creative-Modus rüberwechsel, der hat hier dieses krasse Feuerschwert am Start. Das ist das hier, was auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aussieht. Okay, dann gehen wir mal weiter zu Small Kumonga. Und das hier ist die Small Kumonga. Wir hatten ja schon die große Kumonga. Und die große Kumonga war diese heftige Spinne. Und das hier ist diese kleine Spinne halt davon. Dann haben wir noch einen Mutant Mecha Aggressor. Also wie so ein Mutanten-Schneemann-Roboter soll er sein. Und wir sehen, der fliegt einfach mal in die Luft und greift uns auf diese Art und Weise an. Und bam. Okay, jetzt ist er halt daneben gesprungen. Muss mal ganz kurz hier die Monster wieder töten, weil das ein bisschen zu viel ist hier. Dann haben wir noch einmal Hedora in seiner Prime.
Das hier ist Hidora in seiner Prime. Sieht einfach absolut abgefahren aus. Erinnert mich so ein bisschen an Thaddäus, um ehrlich zu sein, von SpongeBob Schwammkopf. So, dann gibt es auch noch eine kleinere Version von dem. Und mein, ich werde taub, diese Sounds sind so laut. Genau, und dann haben wir noch diese tote Version von ihm. Ich bringe ihn auch mal ganz kurz um. So, dann haben wir nochmal Ibira Prime. Und das hier ist Ibira Prime. Hatten wir gerade schon in der anderen Version. Meine Ohren sind taub von dieser Mod. Wir werden das auf jeden Fall im Video ein bisschen leiser machen. Aber jetzt gerade ist es verdammt laut. Okay. So, wir sehen, der ist deutlich aggressiver und versucht mich ja auch nochmal umzubringen. Dann haben wir auch nochmal Surtur von gerade. Allerdings nicht in der Prime, sondern in der normalen Version. Und mit einem... mit einem Schwert in der Hand. Auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. So, dann haben wir noch einmal Hidora. Hatten wir schon gerade. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit der letzten Reihe hier und kommen auch gleich zu El Gran Maha Prime. Denn darauf sind wir natürlich alle gespannt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, und wir sehen jetzt hier, Piranhas haben wir immer noch am Start, denn die gibt es auch in der nicht fliegenden Version. Das ist sie hier, die ganz normale Version. Aber als fliegende Version gibt es die tatsächlich auch. So, dann haben wir noch einmal die Kraken, eine Krake am Start. Schaut euch das mal an, wie krass die einfach mal aussieht. Aber die sieht auch sehr gruselig aus und müsste uns eigentlich auch angreifen. Wir sehen es hier einfach mal. Zack, immer wieder werden wir hier angegriffen von dieser heftigen Krake. Also mit der sollte man sich auf jeden Fall nicht anlegen. Besonders nicht ohne OP-Äpfel, denn die ist wirklich sehr, sehr stark. So, ich töte sie mal ganz kurz. Dann haben wir noch einmal Bloop. Hatten wir ja schon gerade, aber in der Prime-Version, die nochmal ein bisschen stärker war. So, und wenn Bloop stirbt, sehen wir auch, wird so ein Skelett von Bloop hinterlassen, was sehr, sehr interessant aussieht. So, dann haben wir jetzt hier noch einmal Megalania. Und das hier ist Megalania, sieht aus wie ein Landmonster. Alter, was für eine Wucht dieses Monster aber auch am Start hat. Also Megalania hat uns auf jeden Fall sehr, sehr weit weg katapultiert. Oh mein Gott, hier haben wir es jetzt nochmal gesehen. Also Megalania, ja, schubst einen auf jeden Fall ganz krass durch die Gegend. Dann haben wir noch einen Whirlpool. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Was? Wir sehen hier einfach mit diesem Strudel, wie der uns wirklich durch die Welt katapultiert hat. Das ist einfach mal der Strudel. Und wir sehen, wenn wir hier reinspringen, bam, fliegen wir sehr weit in die Luft, bekommen sogar so ein bisschen Übelkeit. Und ja, ich sag mal so, da muss man auf jeden Fall auch sehr krass aufpassen. So, dann haben wir noch einmal Skeletrozilla. Das soll ein Dinosaurier sein, aber als Godzilla oder als Dinosaurier, irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch sehr, sehr heftig. Und wir werden jetzt hier die ganze Zeit angegriffen und fliegen auch durch die Gegend, wenn der uns angreift. Sehr, sehr krass. So, ich gehe mal wieder nach oben. Und auch der hinterlässt so ein paar Knochenblöcke hier, wie wir gerade gesehen haben. Und dann haben wir noch Titanoboa. Und das hier ist Titanoboa. Oh mein Gott, die ist echt schnell. Die ist echt schnell. Erinnert mich auch an so einen Grasblock. Mit einem Gesicht und, ja, sehr aggressiv. Wir bekommen die ganze so einen Gift-Effekt auch ab. Alter Schwede. So, aber Leute, kommen wir jetzt zum interessantesten Mob. Und zwar El Gran Maha. Und El Gran Maha werde ich einfach mal hier drin spawnen. So, wir sehen jetzt hier El Gran Maha. Der El Gran Maha greift nicht ganz normal an. Jetzt habe ich ihn zweimal gespawnt. So, ich spawne einmal ganz kurz neu, damit wir ihn nur einmal haben. Denn El Gran Maha greift nicht nur mit dem Mund an, sondern der hat anscheinend auch solche Strudelattacken, die der auf uns schießen kann. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Wir sehen jetzt hier, zack, da kommt schon hier so eine Wasserblockwelle auf uns, die einfach mal explodiert. Und wir haben eigentlich noch so ganz, ganz krasse Tornados, die unter Wasser explodieren. So, ich werde ihn dafür einfach mal ein bisschen angreifen mit diesem Schwert hier. Denn, ja, hier sehen wir sie. Oh mein Gott, das sind hier die Unterwassertornados, die auf jeden Fall auch ordentlich Schaden machen. Also, ihr seht, Alter, ich kann gar nichts mehr machen. Und hätte ich meine goldenen OP-Äpfel nicht, wäre ich auf jeden Fall schon längst gestorben, weil ich jetzt... Ich werde bombardiert. Ey, ich muss in den Creative-Modus gehen. Ich werde wirklich bombardiert hier von diesen Unterwassertornados, weil die einfach mal so heftig stark sind. Also El Gran Maha Prime ist auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich stärker. Und er lässt hier wirklich alles in die Luft gehen. Sehr, sehr krass. Und wenn wir es wirklich schaffen sollten, El Gran Maha zu besiegen, dann sehen wir, hinterlässt er auch so eine tote El Gran Maha Gestalt. Und er droppt normalerweise auch diese Kugeln hier. Hier sehen wir sie, zack, El Gran Maha Kugeln. Und aus diesen El Gran Maha Kugeln können wir uns dann auch im Anschluss eine Rüstung craften. Hier sehen wir es, zack, das ist das Brustteil zum Beispiel hier. Dann die Hose. Und die habe ich ja bereits angezogen am Anfang des Videos. Deswegen sollte euch das nicht unbekannt sein. Ich bin
befinde mich auch schon am Crafting Table, wo wir El Gran Maha craften werden nachher. Und hier vorne soll noch das Crafting Rezept sein. Und irgendwie ist das Crafting Rezept leer. Und das liegt an einem Grund, denn ihr habt das Video noch nicht geliked. Also Leute, liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Denn genau in 3 Sekunden, wenn ihr liked, werde ich auch das Crafting Rezept sehen. Genau in 3, 2, 1, jetzt. Und ich drehe mich um und da ist es, Leute. Da haben wir El Gran Maha. Schaut euch dieses heftige Wassermonster einfach mal an. Und wir sehen auch, wir brauchen sehr viele verschiedene Sachen. Wir brauchen blaues Farbmittel, wir brauchen Wassereimer, wir brauchen eine Glasflasche mit Wasser, wir brauchen verschiedene Fischsorten und dann bekommen wir anscheinend El Gran Maha und müssen anschließend an diesem gigantischen Crafting Table El Gran Maha craften. Na, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Und ich glaube, die allereinfachste Aufgabe ist auf jeden Fall schon mal hier das blaue Farbmittel aufzutragen. Denn für blaues Farbmittel brauchen wir tatsächlich nur diese blauen Blumen. Und wir sehen schon, zack, das blaue Farbmittel haben wir in 0, nichts besorgt. Also Leute, schaut euch mal an, wie einfach das wirklich funktioniert. Die untere Reihe vom Crafting-Rezept haben wir auf jeden Fall schon mal erfolgreich am Start. Aber die anderen Sachen werden nicht so einfach. Ich erhoffe mir so ein bisschen was bei den Kisten zu finden. Denn wir brauchen ja, wie gesagt, hier verschiedene Fischsorten. Und wir brauchen vor allem Wassereimer und ja, Glasflaschen. Das kann auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber trotzdem kann ich euch sagen, es wird sich lohnen. El Gran Maha wird auf jeden Fall richtig krass. Und ich bin mal gespannt. Hier sehen wir leider nichts Brauchbares in der Kiste. Auf jeden Fall sehr ärgerlich, aber leider ist das so. Wir können aber nochmal im Villagerdorf nachschauen, denn normalerweise findet man im Villagerdorf immer irgendwas Brauchbares. Wäre natürlich super, wenn wir jetzt hier noch vielleicht ein bisschen Eisen finden, weil dann sparen wir uns auf jeden Fall die Zeit mit Eisen craften bzw. Eisen schmelzen für den Ofen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, das könnte schwierig werden. Deswegen gucken wir mal nach. Aber schon mal ein bisschen was zu essen haben wir hier gefunden. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Also für Brot, also Weizen, ne, haben wir ja schon bereits gefunden. Daraus können wir uns jetzt hier Brot machen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine schöne Essensquelle am Start. Zack, 27 Brot. Ich denke mal, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. So, ich kann auch nochmal hier unseren Spawnpoint setzen. Schadet auf jeden Fall nicht. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir hier noch irgendwas Brauchbares finden. Also wie gesagt, Eisen wäre auf jeden Fall der Hammer, weil aus Eisen können wir uns dann schöne Eimer machen. Aber ich sehe jetzt hier auch keinen Schmied oder so. Also ich glaube, das könnte auch sehr, sehr schwierig werden. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen hier einfach mal nach unten. Und schaut euch das mal an. Wir haben hier auf jeden Fall einen Eisengolem. Wir könnten den theoretisch anzünden. Vielleicht, wenn wir den nochmal ein bisschen runterdroppen. Ja, der brennt hier auf jeden Fall. Er brennt auf jeden Fall. Und komischerweise macht er auch gar nichts. Der versucht wirklich gar nicht, sich zu löschen oder so. Ja, okay, das wundert mich jetzt sogar ein bisschen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber der kann jetzt hier erstmal schön brennen. In der Zwischenzeit besorge ich mir jetzt nochmal ein bisschen Stein-Equipment, würde ich sagen. Weil aus dem Stein-Equipment können wir dann den Golem töten, der schon sehr viel Schaden bekommen hat. Man kann es auf jeden Fall eindeutig sehen. Ja, wir können uns... Wo ist denn jetzt der Crafting Table hin? Ach, ich habe mir noch gar kein Crafting Table gemacht, fällt mir gerade auf. Okay, also dann Crafting Table ist jetzt hier auch am Start. Und wir machen uns, würde ich sagen, sofort auch an Stein-Equipment. Denn das Gute ist, hier vorne haben wir Steine. Den Kollegen hier kann ich nochmal anzünden, zack. Ja, das gibt eigentlich voll gut, ne? Also, der Eisengolem ist schon so ein bisschen lost, muss man sagen. Der stellt sich auch irgendwie extra rein. Und ich muss jetzt aufpassen, dass auch nicht alles abfackelt, weil wir haben hier auf jeden Fall noch daneben ein bisschen Weizen. Und das kann natürlich auch sehr, sehr schnell abfackeln. So, okay. Aber wir haben jetzt hier eigentlich alles Brauchbares. Und das sollte dann auch eigentlich ausreichen. So, das heißt, noch eine Spitzhacke wäre nicht verkehrt. Axt haben wir am Start. Aber wenn wir die Spitzhacke haben, sind wir eigentlich schon mal ganz gut ausgerüstet. So, zack, da haben wir die Spitzhacke am Start. Und Leute, wir sind auf jeden Fall ready, jetzt den Eisengolem anzugreifen. Weil, wie gesagt, der wird uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen Eisen bescheren. So, zack, zack, zack. So, und... jetzt nicht passieren müssen. Ja, dass er uns jetzt einfach one-hittet, war eigentlich klar, aber ich dachte irgendwie, dass er nicht an uns rankommt. Ja, falsch gedacht. Aber jetzt weiß ich gar nicht, wo die Axt hin ist, weil...
Ah, Gott. Weil eigentlich müsste die Axt hier auch irgendwo noch liegen. Ich glaube tatsächlich, dass die Axt kaputt gegangen ist, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen muss ich mir nochmal ganz kurz neues Holz hier schnappen, um dann eine neue Axt zu machen. Also eine neue Steinaxt zu machen. Das ist ein bisschen doof gelaufen, aber kein Problem. Der Eisengolem will uns anscheinend ein bisschen auf die Folter spannen. So, ich werde mich jetzt mal hier höher hinstellen. Zack. Und jetzt können wir den eigentlich angreifen. So, zack. Oh nein, 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 der kommt wieder dran. Der kommt wieder dran. Aber ich kann ihn doch eigentlich anzünden, oder? Der Eisengolem ist hier irgendwie gerade ein bisschen überfordert mit der Route, weil er nicht durchs Feuer laufen will. Aber wir treffen ihn auf jeden Fall. Oh Gott, ich darf jetzt hier kein zweites Mal erlauben zu sterben. Das kann ich auf jeden Fall nicht machen, Freunde. So, Eisengolem. Ah, das war's er. Das war er, Leute. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehrere Wassereimer. Das heißt, ich mache jetzt hier so eine Eisenspitzhacke, dann haben wir das nämlich auch schon geklärt. Und wir gehen dann jetzt auch sofort in die Mine rein. So, weil wir brauchen ja gar nicht mehr so viel Material. Und wir finden auch in der Mine höchstwahrscheinlich Spinnen. Das wäre auch perfekt. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Okay, und das sieht jetzt hier aus wie so eine ganz normale Mine. Ich habe meine Brote jetzt oben vergessen. Das ärgert mich ein bisschen, aber halb so wild. Wir müssen ja auch an sich gar nicht so lange in der Mine bleiben. Ich meine, was brauchen wir? Wir brauchen hier nur ein bisschen Eisen. 6 Eisen, um genau zu sein. Und können dann eigentlich schon abhauen. Wir können natürlich auch ein bisschen mehr Eisen mitnehmen, weil El Gran Maha ist natürlich ein sehr, sehr krasses Wassermonster und wird uns das Leben zur Hölle machen. Wir haben schon 10 Eisen am Start. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier schon dabei sind, kann ich nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen. Und das sollte eigentlich ausreichen, weil dann haben wir nochmal Brennmaterial. Und das klingt dann auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Okay, hier scheint es auch nicht wirklich weiter zu gehen. Ah, doch, warte mal hier. Zack, wir sehen hier nochmal ein bisschen Eisen. Und wie gesagt, wir brauchen dann gleich einen Ofen, machen uns Brennmaterial. Beziehungsweise mit Kohle können wir das Ganze dann auch anheizen. Und ja, optional nehmen wir dann einfach theoretisch Holz. Das geht natürlich auch. Aber wenn wir hier so schmackhaft Kohle finden, dann lassen wir den natürlich nicht liegen. Ah, es ist nur eine Kohle. Ist jetzt nicht wirklich viel. Aber, ah, Zombies sind ja auch am Start. Wir sehen es hier schon. Zack. Und so ganz ohne Rüstung gegen Zombies kann auch ein riskant sein. Und wir dürfen nicht vergessen, meine Herzen regenerieren gerade gar nicht. Das ist auch ein sehr, sehr großer Nachteil. Okay, wisst ihr was, Freunde? Wir gehen wieder nach oben. Und ich habe noch gesehen, hier am Eingang liegt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Kohle. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber das scheint auf jeden Fall ein bisschen was zu sein. Ja gut, 3 Kohle. Ach, da oben ist nochmal ein bisschen mehr Kohle. Okay, 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 das reicht auf jeden Fall aus. Hier haben wir nochmal, okay, 5 Kohle, 17 Eisen, paar Steinblöcke nehmen wir mit. Haben wir auch mehr als genug. Leute, das reicht. Das reicht. Wir gehen hier heraus und suchen mal, ob wir vielleicht noch unser Brot finden. Denn das ist natürlich noch das größte Problem. Und wir müssen auch noch Fische angeln. Für die Glasflasche nehme ich einfach mal hier Glas mit, beziehungsweise Sand mit. So, nehmen wir mit hier, zack. Und dann haben wir schon mal 3 Sand am Start. Und daraus können wir uns dann gleich Glas machen und sollte ausreichen für die Glasflasche. Unser kleines Lager schlagen wir einfach mal hier auf. Das sollte dann auch passen. Zack, Crafting Table kommt dann einmal hier hin. Hier kommt dann einmal der Ofen hin. Und da können wir einmal unser Eisen durchschmelzen. Und unser Eisen ist auch schon so gut wie durch. Zack, wir sehen es hier. Da machen wir jetzt auch die 2 Eimer heraus. Perfekt. Und ich packe auch sofort Sand in den Ofen rein. Und dann sind wir eigentlich auch schon sehr, sehr weit, was unser Crafting-Rezept angeht. Denn wir wollen ja auch das sehr bekannte Seemonster, beziehungsweise Wassermonster El Gran Maha, heute noch im Video craften. Und da sind wir auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. So, das heißt, jetzt können wir auch diese Wasserflaschen jeden Moment, wenn hier das Glas herausgespuckt wird, machen. Wir brauchen ja eigentlich nur eine einzige Wasserflasche. Und dann ist natürlich der Punkt, wir brauchen auch noch Seide für unsere Angel. Denn wir müssen auch noch Fische angeln, beziehungsweise vielleicht kann man, also diesen einen Fisch kann man auf jeden Fall im Wasser ganz normal finden, aber ich glaube die anderen Fische nicht. Und wir sehen jetzt, zack, hier machen wir uns die Glasflasche sehr, sehr schön und dann haben wir auf jeden Fall schon mal fast alles, was wir benötigen. So, zack, hier haben wir dann die Wasserflasche und jetzt überlege ich gerade, passt das so? Ja, wir gehen mal ins Wasser und gucken, ob wir vielleicht nicht doch den Fisch so finden können. Glaube ich allerdings nicht. Also da ist ja diese eine Fischsorte, die immer herumschwimmt. Das ist diese hier. Aber die andere, ja, wir sehen es hier, zack, das ist die eine Fischsorte. Aber jetzt brauchen wir noch die andere Fischsorte. Und die andere Fischsorte bekommen wir, glaube ich, nur durchs Angeln. Das ist leider der Haken an der ganzen Sache. Okay, also würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen nochmal ins Villagerdorf rüber und gucken, ob wir nicht dort vielleicht ein paar Spinnnetze finden. Ja, und vor allem ist mein Essen auch schon fast leer. Das ist auch das größere Problem gerade. Ja, im Villagerdorf sind auf jeden Fall keine Spinnnetze. Aber ich erhoffe mir, dass ich hier vielleicht beim Mineneingang irgendwo
noch ja, vielleicht Spinnen finde, damit wir uns eine Angel craften können. Und da ist eine Spinne am Start. Ob die uns jetzt allerdings auch Seide droppt, das ist halt die andere Sache. So, wir können mal gucken. Okay, eine Spinne, bitte gönn uns jetzt. Und wir müssen auf... Ah, da war leider nichts. Hey, das sind noch mehr Spinnen. Oh mein Gott, das sind noch mehr Spinnen. Mal, wie viel Spinnen? Zwei Spinnen. Okay, eine davon muss gönnen. Ja, aber das reicht, glaube ich, nicht aus. Reicht das aus? Ich meine, es müsste ausreichen. Es waren drei Seide, beziehungsweise drei Strings. Es reicht auf jeden Fall aus. Wir gehen jetzt zum Crafting Table und machen uns diese Angel. Und dann sind wir schon fast fertig und können El Gran Maha craften. Denn ich weiß auf jeden Fall, dass wir Sticks benötigen. So, Sticks sind gecraftet. Und ich würde sagen, da machen wir uns jetzt hier einfach mal so eine schöne Angel. So, wie war das an? Hä, warte mal, denn das nochmal? Jetzt muss ich mal ganz überlegen. Zack, so. Ach, ein Stick mehr. Ja gut, das habe ich jetzt natürlich ein bisschen verpeilt. Aber kein Problem, denn die Angel ist ja jetzt am Start. Und wir müssen jetzt zwei besondere Fische angeln. Wo wir das tun, ist jetzt eigentlich egal. Ich würde sagen, wir werfen einfach mal die Angel herein. Und dabei ist jetzt gleich was an. Und wir sehen, zack. Und das wäre der erste Fisch. Ihr wisst, was ich meine. So, wir sehen jetzt hier, zack. Wir haben auf jeden Fall schon mal den einen Fisch geangelt bekommen. Und den gleichen Fisch brauchen wir jetzt nochmal ein zweites Mal. Also hoffe ich mal, dass wir den jetzt auch ein zweites Mal angeln können. Ja, also irgendwie will hier nichts anbeißen. Deswegen gehe ich nochmal hier herüber und hoffe mal, dass jetzt hier mal was anbeißt. Oh, und jetzt, jawohl, Leute, wir haben es geschafft. Das ist auf jeden Fall der letzte Fisch. Und wir haben das Crafting-Rezept endlich hinbekommen. Sehr, sehr nice. Okay, dann würde ich sagen, wir legen uns mal alles hier zusammen. So, zack. Ich mache das erstmal hier so ganz provisorisch im Inventar fertig. Okay, Freunde. Und zwar hier blaues Farbmittel. Dann brauchen wir hier den Wassereimer. Wir brauchen mittig die Glasflasche. So, dann geht's weiter mit der oberen Reihe. Und wir können nochmal ganz kurz hier herüberschauen. Wir brauchen hier oben den Fisch und wir brauchen mittig den Fisch. Okay, das hier ist das Rezept. Wir haben alles geschafft zu bekommen. Und ich würde sagen, wir haben es auf jeden Fall jetzt verdient, das Rezept auch in den Crafting Table hereinzuwerfen. So, dann gehen wir jetzt mal ganz flott nach oben und müssen das Rezept jetzt einfach mal so machen. Okay, also die oben links, einmal dieser Fisch, der hellere Fisch. Dann mittig oben der dunklere Fisch. Und oben rechts der hellere Fisch wieder. Okay, dann das gleiche hier. Wir müssen einmal hier den Wassereimer reinpacken. Also in der Mitte links. Ganz mittig kommt dann hier eine Wasserflasche. Mittig rechts ein Wassereimer. Und dann gucken wir nochmal runter. Unten kommt einfach nur das Farbmittel hin. Quasi für die Farbe von Wassermonster. So, zack, zack, zack. Okay. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch schlafen gehen. Und dann müsste eigentlich El Gran Maha auftauchen, denn wir sehen auch schon passend dazu, wird jetzt hier gerade Nacht. Das ist auf jeden Fall kein Zufall, Freunde. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal das nächste Bett hier im Villager-Dorf aus, wo wir dann auch schlafen gehen können und hoffentlich am nächsten Tag aufwachen mit El Gran Maha. So, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in das Bettchen hier rein. Ist hier im Bett? Jawohl. Sehr gut, Leute. Wir gehen schlafen. Ich packe noch die Sachen kurz weg und gute Nacht. Okay, Leute, wir sind aufgestanden und ich sehe schon, El Gran Maha ist anscheinend hier irgendwo im Villager-Dorf gespawnt. Okay, wir gehen einfach mal aus der Tür heraus und sehen jetzt hier, auf dem ersten Blick sieht alles ganz normal aus. El Gran Maha sehe ich, müsste irgendwo im Wasser sein. Was ist das denn hier? Anscheinend hier Knochen? El Gran Maha Substanzen, die ich einfach mal gefunden habe. Schaut euch das mal an. Daraus kann man sich ja tatsächlich sogar Rüstungsteile machen von El Gran Maha. Und oh mein Gott, da ist er, Freunde. El Gran Maha ist einfach mal hier im Wasser. Schaut euch das mal an. Sogar zweimal. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier ins Wasser hereinzuspringen. Denn wir wissen alle, wie gefährlich El Gran Maha einfach mal ist. Ich kann's machen, aber mit der Gefahr, dass wir auf jeden Fall sofort sterben. Deshalb würde ich sagen, Freunde, nicht vergessen, Daumen nach oben da zu lassen. Ich mach das jetzt mal für uns und wir gucken nach, was El Gran Maha macht. Und wir gehen ins Wasser herein. Und noch scheint er friedlich zu sein, wobei auch ein paar Fische in seinem Mund hereinschwimmen. Oh Gott, Freunde, ich gehe jetzt mal ganz kurz vorsichtig hier vorbei. Und er dreht sich zu mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, ich ertrinke gerade. Das war auf jeden Fall nicht ganz so gut. Aber anscheinend ist El Gran Maha gerade friedlich. Vielleicht kann es auch sein, weil ich ihn halt gecraftet habe und er dankbar ist, dass wir ihm geholfen haben. Okay, wir sehen auch hier nochmal einen weiteren El Gran Maha. Und wir können ja mal hier... Ah, hereinschwimmen! Das hier ist
ist unsere Arena, Freunde. Schaut euch mal an, wie krass diese Arena bitteschön aussieht. Hier links wird El Gran Maya kämpfen und hier rechts werden alle möglichen anderen Wassermonster am Start sein. Wie beispielsweise das Bloop-Monster, das Bloop-Wassermonster. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal los mit der linken Seite. Denn ich habe hier schon El Gran Maya am Start und wir spawnen es einfach mal auf der linken Seite. Zack. Und hier sehen wir es, Freunde. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig krank aus. Und wir gehen mal rüber, denn ich habe mich für die rechte Seite und für die erste Runde ein paar sehr, sehr coole Haie ausgesucht. Wir sehen hier so Hammerhaie sind auf jeden Fall am Start. Die sehen auf jeden Fall auch mega, mega cool aus. Dann habe ich einmal noch so eine andere Haisorte am Start. Das sind eher kleinere Haie. Aber ja, mal schauen, ob die vielleicht auch was reißen werden. Und dann haben wir noch einmal dieses Eel-Monster. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das Ganze hier auf Deutsch heißen soll. Aber es sieht sehr, sehr angsteinflößend aus. Und ich würde sagen, jetzt haben wir davon auch ein paar hier auf dieser Seite gespawnt, Freunde. Und diese Wassermonster werden jetzt einfach mal antreten gegen El Gran Maya. Und ich bin sehr gespannt, wer gewinnen wird. Leute, wenn ihr denkt, dass El Gran Maya der krasseste ist, lasst jetzt nochmal schnell einen Daumen nach oben da. Denn nur dann kann ich die Seite auch löschen, sodass sie angreifen. Wenn ich jetzt also die Wand lösche, müsst ihr auch nochmal auf den Daumen nach oben drücken. Also genau in 3, 2, 1. Danke für euren Support und lasst die Spiele beginnen, Freunde. Oh, jetzt El Gran Maya schießt hier einfach mal eine den Wirbel drauf. Wir sehen es hier eindeutig. Der Kampf ist hier richtig, richtig krass dabei. Okay, okay, okay. El Gran Maya lässt sich auf jeden Fall nicht außer Fassung bringen. Mal gucken, ob vielleicht El Gran Maya nochmal so einen Wirbel auf sie schießt oder nicht. Aber, ja, sehr, sehr krasser Kampf. Oh, und da ist gerade hier der eine gestorben. Der ist gerade alles in live gestorben durch diesen Tornado. Okay, und was ist mit den anderen Fischen? Oh Gott, Haie meine ich. Ich meinte Haie, nicht Fische. Aber Leute, ihr habt es gerade gesehen. Die ganzen anderen kleinen Haie hatten absolut gar keine Chance. Also der obere wird, glaube ich, sogar noch verschont von El Gran Maya. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber wir sehen, El Gran Maya hat auf jeden Fall hier die Karten vorne und ich würde sagen, das ist ein eindeutiges 1:0 für El Gran Maya. Jetzt wird es aber richtig interessant, denn El Gran Maya ist auf jeden Fall schon am Start auf der linken Seite. Ich habe die Wand wieder platziert, denn auf der anderen Seite habe ich schon das Mob gespawnt. Wir haben hier ein, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, auf jeden Fall so ein Amethyst-Rachen am Start und der sieht richtig krank aus. Und als Notfallplan habe ich noch Captain Cornelia, einen Angriffstaucher, also ein Taucher, ein Menschtaucher, der aber auch sehr, sehr krass ist. Und ich würde sagen, Freunde, ich spawn jetzt einfach mal so zwei davon und wir gucken mal, was jetzt passiert. Ich würde sagen, wir lassen die Spiele beginnen in 3, 2, 1, go, Freunde. Und wir sehen schon hier, die Spiele beginnen auf jeden Fall. Und El Gran Maya ist schon auf der anderen Seite und fängt auch schon an anzugreifen. Was? Was? Hat der den gerade mit zwei Schlägen getötet? Ey, Leute, ich werd verrückt. Okay, Freunde, da hat El Gran Maya ein bisschen zu krass zugeschlagen. Aber ich hoffe mal, dass unsere nächsten Wassermonster ein bisschen besser sind. Denn wir haben ja einmal diesen richtig coolen Anglerfisch am Start. Schaut euch den mal an. Wie cool sieht der bitteschön aus? Und davon werden wir auf jeden Fall ein paar mehr spawnen. Denn ich hoffe, dass die auf jeden Fall jetzt mal eine Chance haben werden gegen El Gran Maya. Und ich habe mir auch noch als Notfallplan eine richtig krasse Krake hier herausgesucht. Schaut euch mal an, wie krass diese Krake aussieht. Und ich bin mir sicher, dass die beiden Mobs kombiniert auf jeden Fall richtig stark sein werden. Deshalb spawnen wir auch von der Krake nochmal ein paar, damit sie endlich gegen El Gran Maya ankommen werden. Und ob das klappt, erfahren wir jetzt. Denn wir sehen, El Gran Maya ist auf jeden Fall auf der anderen Seite schon bereit. Und wir lassen einfach mal die Spiele beginnen, Freunde. Und es geht los in 3, 2, 1. Let's go. Okay, Freunde, wir sehen schon, El Gran Maya wird hier von allen Seiten attackiert. Oh mein Gott, und wie die Anglerfische ihn angreifen. Habt ihr es gesehen? Oh, aber er benutzt den Tornado. Der Unterwassertornado. Aber wir sehen eindeutig, El Gran Maya bekommt deutlich Schaden. Der Unterwassertornado wird hier gegen die Kraken eingesetzt und ist auch anscheinend sehr, sehr effektiv. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Aber wir können eindeutig oben an der Lebensleiste erkennen, dass El Gran Maya zumindest ins Schwitzen kam. El Gran Maya hat zumindest, sagen wir mal, Jorn über ein Viertel an Leben abgezogen bekommen.
Und das ist ja schon mal eine Leistung gewesen. Ja, der nächste Punkt geht natürlich auch an El Gran Maya. Aber Freunde, ich denke, dass das nächste Mob eine Chance haben kann. Und es ist noch nicht das Blutmonster. Denn tatsächlich habe ich mir ein Seegrasmonster herausgesucht. Schaut euch das mal an. Dieses Seegrasmonster ist auf jeden Fall auch sehr, sehr bedrohlich. Und ich glaube, das Seegrasmonster könnte eine Chance haben gegen El Gran Maya. Aber wir werden es gleich gemeinsam erfahren. Ich würde sagen, ich spawne einfach mal davon so 2 Stück. Wobei 3 Stück machen wir einfach mal. Und Freunde, das muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen enger werden. Ich bin gespannt. Ich liebe El Gran Maya. Aber ich würde mir wünschen, dass El Gran Maya mal ein bisschen mehr ins Schwitzen kommt. Und ich glaube, mit den Seegrasmonstern könnte das auf jeden Fall klappen. Aber wir erfahren es jetzt gleich, Freunde. Wir lassen die Wand fallen. Und es geht auf jeden Fall jetzt in die Runde rein. Let's go. Okay, und wir sehen schon, El Gran Maya ist schon rübergeschwommen und greift das erste Seegrasmonster an. Man muss auch dazu sagen, diese Tornado-Attacke ist auf jeden Fall nicht ohne, aber wir sehen, El Gran Maya bekommt deutlich, deutlich Schaden. Das wird hier in dieser Runde ein ganz, ganz knappes Ding. Wenn die Tornados auf jeden Fall jetzt nicht so viel Schaden machen, dann ist es eindeutig, das Seegrasmonster ist auf jeden Fall sehr, sehr krass dabei. Schaut euch das an. Die nächste Attacke wird drauf gefeuert. Ein Wasserball und nochmal die Tornados werden ausgepackt. Der Wasserball und Tornados werden ausgepackt. Also jetzt wird wirklich beides kombiniert. Ich glaube, ein 1 gegen 1 würde El Gran Maya schaffen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so viele Seegrasmonster am Start haben, wird es El Gran Maya nicht mehr schaffen. Wobei das zweite Monster ist auch gleich tot. Das zweite ist auch gleich tot. Okay, das dritte. Ein drittes ist noch übrig mit voller Lebensanzeige. El Gran Maya ist so gut wie tot. Und wir sehen, es hat geklappt. 3 Seegrasmonster haben es geschafft, El Gran Maya am Ende zu eliminieren. Wir sehen hier, El Gran Maya ist tatsächlich gestorben und ein Seegrasmonster ist noch übrig. Wir müssen ganz klar dazu sagen, wir hatten 3 gegen 1 Seegrasmonster. Bei einem 1 gegen 1 können wir nochmal ganz kurz machen, hätte El Gran Maya auf jeden Fall die Nase vorn gehabt. Also schaut euch das mal an. Ja, jetzt haben wir hier ein faires 1 gegen 1, wobei das Seegrasmonster schon ein bisschen Leben abgezogen hatte. Aber auch jetzt sollte es sehr, sehr zügig gehen. El Gran Maya wird auch wahrscheinlich deutlich weniger Schaden bekommen, weil jetzt noch ein Monster am Start ist. Aber das Seegrasmonster hat echt gut Schaden gemacht. Zack. Und da sehen wir schon, ist es gestorben. Wobei El Gran Maya auch sehr gut Schaden bekommen hat, selbst bei einem 1 gegen 1. Aber Leute, das ist auf jeden Fall der Punkt an die andere Seite diesmal und nicht für El Gran Maya. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Monster. Schauen wir jetzt mal nach, ob es genauso spannend weitergeht, aber noch nicht mit dem Blutmonster, sondern es kommt noch ein anderes krasses Monster. Und zwar habe ich hier einfach mal einen ultra kranken Wal am Start. Schaut euch mal an, wie heftig groß dieser Wal ist. Und ich muss sagen, ich erwarte auch eine echt kranke Leistung von diesem Wal. Ich würde sagen, wir lassen sie aber im Doppelpack antreten. So, noch ein zweiter Wal ist jetzt hier also am Start. Wir haben 2 mega coole Wale am Start und die werden jetzt gemeinsam antreten gegen El Gran Maya. Ob sie eine Chance haben werden, ich weiß es nicht. Aber das ist ja das Spannende hier dran. Und wenn ihr das Ganze auch so spannend findet, lasst einen Daumen nach oben da. Denn jetzt lassen wir die Wand fallen, Freunde. Und es geht weiter in die nächste Runde. Let's go. Okay, und wir sehen schon, hier El Gran Maya ist auf jeden Fall am Start. Und geht so langsam hier rüber. Und greift jetzt hier den ersten Wal an. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Aber wir sehen, der Wal macht auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Aber das war deutlich, deutlich zu wenig. Wir sehen, das ist vielleicht nicht mal ein Zehntel vom Leben, den der eine Wal an Schaden gemacht hat. Okay, und die sind jetzt hier mal am Kuscheln oder der eine verkriecht sich hier schon die Ecke. El Gran Maya versucht ihn, glaube ich, ein bisschen einzuschüchtern. Die schauen irgendwie beide hier durch die Wand, aber was die genau machen möchten, ich weiß es nicht. Oh, jetzt geht's hier zur Sache. Jetzt geht's hier zur Sache. Aber das ist zu wenig, Freunde. Das ist zu wenig. Der Wal wird es nicht schaffen und ist leider gestorben. Ich glaube, hätten wir hier vielleicht 6, 7, 8 Wale gegen El Gran Maya antreten lassen, dann hätte das geklappt. Okay, Freunde, bevor es aber Richtung Finale geht, habe ich noch einmal ein paar Krokodile vorbereitet, die wir jetzt einfach mal spawnen werden. Leute, schaut euch mal an. Diese Krokodile sehen auf jeden Fall echt heftig aus. Und ich würde sagen, wir haben hier nochmal so Art Mini-Wale am Start. Und diese werden jetzt hier einfach mal antreten gegen El Gran Maya. Wir haben jetzt hier echt viele gespawnt. Also ich erhoffe mir, dass wir auf jeden Fall einen Hauch von einer Chance haben. Aber ob das ausreicht oder nicht, wir werden es gleich erfahren. Und dann würde ich sagen, wir lassen einfach mal die Wand fallen
und schauen, was passiert. So, Freunde, wir sehen, El Gran Maya ist am Start und alter Schwede, joa, sie sind auf jeden Fall nicht One-Hit und sie greifen ihn alle an. Aber El Gran Maya kommt schon mit der Wasserwirbelattacke, mit einem Wassertornado und macht hier auf jeden Fall komplett ernst. Wir können aber auch sehen, dass El Gran Maya zumindest ein bisschen Schaden bekommt. Es ist nicht wirklich viel und der Wassertornado, der spielt ihm natürlich auch in die Karten und diese Wasserattacke. Aber es gibt auf jeden Fall einige Mobs, die immer wieder versuchen anzugreifen, aber auch in 0, nichts sterben. Und die Krokodile werden auch aufgegessen wie zum Frühstück. Schaut euch das mal an. Die werden einmal angebissen. Da haben die kleinen Wale auf jeden Fall schon eine bessere Chance. Aber ich erhoffe mir, dass das Blutmonster gleich gegen El Gran Maya eine bessere Chance haben wird. Denn schaut euch das an. Schaut euch das an. Die werden wirklich aufgegessen in 0, nichts. Und die kleinen Wale, ja, die machen zwar ein bisschen Schaden, aber das reicht immer noch nicht aus. So, jetzt geht er wahrscheinlich nochmal nach da oben. Da sind die letzten übrig geblieben. Aber, ja, die werden auch nicht großartig was anrichten können, Freunde. Also wir können eigentlich schon eindeutig sagen, dass der Punkt an El Gran Maya geht. Okay, es ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ich habe das Blutmonster hier in der Hand. Und wir lassen jetzt einfach mal das Blutmonster antreten gegen El Gran Maya. Und da ist es, Freunde. Schaut euch das an. Das hier ist das Blutmonster. Und ich bin wirklich gespannt, ob das Blutmonster hier heute gegen ankommen kann. So, ich würde sagen, El Gran Maya ist auf der anderen Seite gespawnt. Das Blutmonster ist hier auf der Seite. Und jetzt wird es richtig interessant. Wir lassen die Wand fallen und mögen die Spiele beginnen. So, das war die falsche Wand. So, jetzt aber. Zack, und da geht's auch schon los, Freunde. Oh, 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 okay, okay, okay. Sie gehen aufeinander zu, sie gehen aufeinander zu. Und wir sehen, El Gran Maya bekommt deutlich, deutlich Schaden. Schaut euch mal an, wie die Lebensanzeige heruntergeht. Aber El Gran Maya nimmt jetzt hier wieder so einen Wasserball, schießt ihn auf Bloop und was? So schnell ging das? So schnell ging das? Ich werd verrückt. Das Einzige, was jetzt hier übrig geblieben ist, ist ein Knochen von Bloop. Wir können hier sehen, das Skelett von Bloop ist übrig geblieben. Dass das hier so eine eindeutige Sache wird, hätte ich echt nicht gedacht. Das ist echt enttäuschend, aber anscheinend ist einfach El Gran Maya das krasseste Wassermonster, was existiert. Und wenn ihr auch denkt, dass El Gran Maya unschlagbar ist, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein und ciao.